Hallihallo, hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf Gutenberg Modern und fahren heute mal eine kleine Runde mit dem Solaris Urbino 4 und das Ganze mit einem kleinen Soundupdate, mit einer kleinen Soundmod von Morphe, die aktuell noch als Beta ausgeschrieben ist. Und den Versionstitel 0.9 trägt. Also ist das Ganze nicht final, aber wir können es ja schon mal austesten. Und das machen wir heute auch, ne? Und zwar auf einer Metrobuslinie, dessen Zahl ich gerade vergessen habe. Das ist die Metrobuslinie 3 zum Gutenberger Nordbahnhof. Ja, Gutenberg Nord, da fahren wir hin. Wir fahren vom Süden der Karte in den Norden der Karte. Da, ja, ne? Das kriegen wir hin. So, mal ein bisschen an hier. Das Ganze gibt es in mehreren Getriebevarianten. Also wir haben für den Urbino 12 hier jetzt einmal ZF und einmal Void. Ich habe schon ganz vergessen, was wir ausgewählt haben, aber ich vermute mal, das werden wir ja gleich im Laufe der Fahrt feststellen. Jo, also jetzt melden wir uns doch gerade einmal an die super mega geheime Superpin. Die man auch nicht rausbekommen würde. Nein. So, jetzt müssen wir hier einmal. Ich hab's wieder voll vergessen, ne? Da, ne? Linie, Route. Linie, Kurs. Ah! 003. 00. 01. Eingabe ist okay, das freut mich natürlich. Gutenberg Nord, das ist leider die falsche Richtung. Falsche Richtung. 003. 00. 02. Eingabe ist in Ordnung, das freut mich natürlich immer noch. Albrechtshöhe, ja, da stehen wir. So. Okay oder C? Oder okay oder C? Oder was ganz anderes? Ich glaube, das hat funktioniert. Okay. Schauen wir mal vorne dran. Metrobus Gutenberg Nord, der ist unser Ziel. Jetzt können wir gerade zu den Fahrgästen vorziehen. Ich hoffe, die wollen mit. Die sehen so ein bisschen. Ah, man kann sagen, nicht ganz so mitfahrwillig aus, aber das ändert sich natürlich noch. Haha. So, das Erste, was natürlich mit auffällt, ist die angepasste Sicht. Was auch auffällt, ist, dass die Leute hier nicht mitwollen. Ach doch, guck mal. Wenn ich ganz vorne stehe. Das ist schön im Gras. Heizung. Oh, ist doch so schön warm, ist doch sommerlich. Ach komm, macht doch, was ihr wollt. So, die Sicht fällt natürlich auf, dass die Sicht ein bisschen angepasst ist, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Ich mag so einen riesen Sichtwinkel sowieso nicht. Ich bin sowieso so ein Freund von so. Ja, es ist halt einfach was Persönliches. So. Ansonsten haben wir halt noch ein Menütchen. Das stehen wir jetzt hier. Oder wenn es nicht mehr ganz ein Menütchen ist. Oh, es ist nicht mehr ein Menütchen. Dann fahren wir sogar los. Gucke mal. So, auf uns geht's. Habe ich denn die Pfeile schon an? Ja, Tatsache. Okay, gut, da sehen wir was. Das ist schon mal nicht schlecht. 91. Interessant. Ich bin zwar die 3, aber ist schon in Ordnung. Ah, ich glaube, wir haben das ZF-Getriebe. Ja, Tatsache. Fühlt sich zumindest sehr stark so an. Das ist eine gute Sache. Also, ich glaube, ich ein bisschen zumachen. Das ist das so laut von draußen. Reicht ja. Oh, wenn man ein bisschen was hört. Wie wäre es vielleicht mit einfach ein bisschen gemütlicher fahren, Josh? Ja, das ist, glaube ich, das wäre eine ganz in Ordnung Idee. Ich glaube, das werden wir auch so machen. So, Dele. Dann lasst euch doch gerade mal einsteigen hier. Ich wünsche euch einen schönen guten, keine Ahnung, Tag, Morgen. Hallo. Oh, ah, das ist Sichtproblem. Ah, dann machen wir das so. 2,70. Was haben wir? D-Mark, ne? 30 und 2. Dankeschön. Bitteschön. Oh, das klappt ja. Wie am Schnürchen, du. Als ob wir schon lange nichts anderes machen würden. Außer Busfahren in diesem Let's Play. Hat ein Zufall. So. Das ist der Zentrum von die Bus, aber ich kann sagen, haben wir ja keine gehabt hier, gell? Nee, das war ja so. Na ja, gut, wir sollten das hinkriegen. Die Fahrgäste haben mal so einen tollen Infomonitor. Infomonitor, weil du Informatiker bist, Josh. Info. Ja, der Infowitz kommt immer super an. Der ist einfach schlichtweg ein Klassiker. Der ist einfach toll. Und ich habe mir gedacht, wir fahren mal wieder unter der Woche, dass wir keinen Wochenendfahrplan haben. Euch geht's aber schon gut hier, ne? Ja, passt schon.
damit wir eben nicht mehr am Kreuzplatz auf unser altbewährtes Problem treffen. Das muss ja auch nicht sein. So, dann haben wir im Prinzip hiermit jetzt eine Linie, die von einem Bereich, der eben neu dazugekommen ist in der Version hier, in der modernen Dings V2-Version. Wir fahren von einem solchen neuen Bereich in einen solchen neuen Bereich, den wir schon so einen kleinen Teil gesehen haben. Ach, guck mal. Was sollte ich denn erklären? Ja, genau, wir kreuzen im Prinzip nur am Kreuzplatz ein bisschen den bekannten Bereich, oder war es eigentlich auch schon. Deswegen ist es ein Kreuzplatz, ganz bestimmt. Ja, aber das ist auf jeden Fall so unser Plan für heute. Wir haben mal recht viele Haltestellen. Das Ganze ist, wenn ich es noch im Kopf habe, eine Solbuslinie. Ich habe mir ja mal am Anfang mal angeschaut, welche Linie was so für ein Fahrzeug Einsätze geplant hat. Das war allerdings da zu dem Zeitpunkt, als ich die ersten Folgen aufgenommen habe. Das ist schon ein bisschen her. Und das habe ich einfach in meinem Kopf gekramt und mein Kopf hat mir gesagt, ja, ich glaube, die wenigsten Metrobuslinien bis auf die 1, glaube ich, und die wir gefahren sind, haben Gelenkbusse, von daher fahren wir jetzt einfach hier mal den Solobus, weil ich finde, da kann man so die, falls sich was im Sound getan hat, kann man das, finde ich, hier so durchaus am besten nachvollziehen, ne? So. Ach, guck mal, Automatik. Ach, das ist angenehm. Dann steig da mal ein. Hallo. Guten Tag. Darf ich den selber zumachen, oder? Scheint so. Okay, dann werden wir das tun. So, ja gut, hier jetzt in den Spiegel gucken. Ah, aber hätte ein Fahrradfahrer da sein können, ne? Das war ganz wichtig, dass man da ein bisschen was guckt und so, ne? So, jetzt wird das euch auch... Ja, Tatsache, jetzt haben wir sogar schon unsere 18 Grad. Das ist schnuckelig, ne? Freut euch, ne? Da freut ihr euch, ja fein. Vor allem die sich vorher beschwert hat, die wird sich jetzt richtig freuen, dass es so schön schnuckelig warm ist, obwohl es draußen auch warm ist. Es ist schön sonnig, muss ich sagen. Es gefällt mir ganz gut. Jetzt heute immer noch so sonnig ist, weiß ich nicht, aber bei mir heute ist sonnig. Und das finde ich gut. Und was macht der geneigte Informatiker natürlich? Er sitzt drin und nimmt Omsi auf. Ich muss gleich echt noch raus. Oh, die Sonne lächelt so schön. Es lächelt mich an. Deswegen, wenn sie mich in den Bildschirm lächelt, wenn ich es gerade nicht vertragen kann, dann ist gut. Dann sehe ich nämlich nichts. Wobei, ihr habt wahrscheinlich auch euren Spaß da dran. So, 3 bis 5 und 91. Cool. Das freut man natürlich. Ui. Was mit dem Bremsen? Ich weiß nicht. So ein Geschwindigkeitsgefühl, da bin ich noch so ein bisschen... Ja, es klappt nur so mittelmäßig. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, ich muss ja noch einmal schalten. Guten Tag, aber zum Glück steigt ihr alle ein, die ihr keinen Fahrschein wollt. Bitte schön, angenehme Fahrt. Eine normale Fahrkarte. Einmal normal. 2,70. Als ob es nichts anderes gäbe hier an Bord. Ach süß, das ist ein Haar. Das habe ich ja ganz übersehen. Ach, guck mal, da bin ich ja gar nicht so schlecht gestanden. Haha. Haha. Ja, du laberst nur Müll, du laberst von Scheiße deine Videos und Kacke. Ja. Danke, weiß ich selber. Danke für den Hinweis. Ich freue mich immer sehr. Wenn man sadistisch wäre, würde mich tatsächlich freuen. Na ja, gut. So, wir biegen da ab. Ihr biegt da auch ab. Das freut mich natürlich. Und wir haben schon noch Katsche plus 04, gell? Tatsache. So ein bisschen ranhalten, bis uns tatsächlich so ganz rumtrödeln ist heute nicht. So, heißt ja immer links rum. Oh, Stoppschild. Aber ich finde es ganz cool, das Getriebe schaltet auch tatsächlich mit zurück, wenn man bremst. Und hilft ein bisschen beim Bremsen. Ich wollte gerade sagen, also weh, du biegst jetzt nicht ab, dann habe ich ein Problemchen. So, dann nehme ich auch mal mit. Wenn ihr wollt, natürlich. Oh, sieht ganz gut aus, ne? So, Türen sind, hören sich auch neu an. Schönen guten Tag. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Einmal Einstieg, das kriegen wir hin. Kurzstrecke, ey. Nee, ist Kurzstrecke ermäßigt. Kurzstrecke normal. 30, 2 und 1. Eine angenehme Fahrt. Die den ganzen Tag geht. Tageskarte. Sehr zu empfehlen immer. So, bitteschön. Vor allem kommt man dann abends schön mit viel Geld in der Tasche nach Hause. Also in der Tasche in Anführungsstrichen, also im... In der Kasse, Tasche ist ja nicht, es sei denn, man verkauft die Fahrkarten schwarz, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, nee, geht sowieso nicht, sonst hast du ja gar keine Fahrkarte. Ja, es ist nicht ganz so sinnvoll.
Ist natürlich die Frage, ob er weiterschaltet oder nicht, aber es sieht so aus, dass er das tut, dann vertraue ich da einfach mal auch drauf, ne? Ja, darf ich euch auch mitnehmen, oder? Ja, Tatsache. Da vorne haben wir da ein bisschen Pfeilchen, das finde ich ganz gut. Was laufen die so weit vor? Hier ist das Haltestellenschild. Ja, komm doch mal rein, ja fein. Ja, komm doch mal hier. Ja, hallo. Guten Tag. Alles ist gut. Tageskarte hätte ich gerne. Ich habe gar kein Problem. Es ist alles in Ordnung. Tageskarten finde ich super. Danke. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Oh, normale Fahrkarten auch. Naja. Mehr oder weniger. Und 30, bitteschön. Nein, zu. Jetzt, guck mal. Uiuiui, ich darf am Anfang nicht so. Muss man einfach ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Oh, guck mal. Flup, flup. Da konnte man die Unterwelt sehen, die unter dem Asphalt. Ja, ja, liebe Stadtkinder, es gibt tatsächlich unter dem Asphalt, da wächst manchmal sogar was. Vor allem, als da noch kein Asphalt war. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber alle Stadtkinder. Oh. Ah, wo ist mein Spiegel hin? Hatte ich nicht mal so ein. Oh. Mit dem Thema die Sicht finde ich gut. Vielleicht gut, aber etwas unpraktisch. So ist ein bisschen besser vielleicht. Aha, nicht C drücken, Mensch. Hier du Säckel. Rathaus nur 3. Ja. Also euch 3 darf ich reinlassen. Mehr wäre mir vom Chef verboten gewesen, oder? Wie darf ich das jetzt interpretieren? Guten Tag. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Fahrscheine. Interessantes neues Konzept. So, bitteschön. Eine angenehme Reise. Im etwas vollen Bus wahrscheinlich, oder... Oh, guck mal, das geht. So, da kommen hoffentlich keine Autos her. Da ist etwas abgetrennt. Jetzt haben wir sogar echt schon Verspätung, du. Naja, gut, ich versuche damit klarzukommen. Hui. Muss ich denn da jetzt anhalten? Will die mit? Natürlich. Warum sollte man auch mal einen Zentimeter... Nee, ich bin ein Linienbus. Ich muss das. Guck mal, da ist ein Baum. Hallo. Guten Tag. Einmal kurz bitte. Ach, die mit ihren Fahrkarten, ehrlich. Bitteschön. Das ist fast schon zur Plage. Na gut, ich beschwere mich nicht, dass die alle hier quasi meinen Job finanzieren. Von dem her passt das dann schon. Herr Stolz, YouTuber brauchst du ja eh keine... Nein, natürlich muss ich gar nicht. Mm-mm. Gar kein Fall. Das ist eine Utopie, als dass ich mir Gedanken machen müsste. Quatsch, ich als YouTuber doch nicht. Aha. Ach ja, schön wär's. So, Dele, dann gucken wir da mal, dass wir da irgendwie und so, ne? Guck mal, mein angepasster Elis gibt's immer noch. Nur 4, ne, das immer nicht. Ach ja, ich weiß noch, als ich letztes Mal hier da das Problem versucht habe zu ergründen. Ach ja. Es war so schön. Kennt ihr die Tage, wo man eh so ein bisschen genervt ist, dann geht alles schief? Das sind genau solche Tage. Aber hat er dann irgendwie doch alles hingehauen, ne? So, ich kann mir die, glaube ich, wieder so hinstellen. Guten Tag. Ich kassiere jetzt mit der anderen Sicht, so. Ne? Das ist mein Plan für heute. Genau, das ist der Teil, wo wir halt eben jetzt ein wenig dem Linienweg der alten Linie 1 folgen. Das haben wir gerade schon Schlenkern gemacht, den ja auch schon die alte Linie. Oh, wollte gerade sagen. Ach, guck mal an, was da Schönes nicht ist. Aber das hat er dann. Hat er da doch noch so im letzten Moment. Hat sich um sie so gedacht, nee, Josch, die Kachel. Ach komm, da hast du, ne? Nimm sie, friss. Geh, aber geh weg. So, warum haben wir hier echt vor Verqueren? Ja, weil es so ist wahrscheinlich. So. Dann werden wir euch mal hineinlassen, ne? Euch ist da. Das sieht so süß aus, wenn das schwebt. Also nicht, dass ich dafür verantwortlich gewesen wäre. Nein. Hallo. Guten Tag. Keine Frage. Aber hier ist zumindest gut Fahrgastwechsel. Einmal nochmal. Machen wir 30 und 1. Hallo, Fahrschein bitte.
Fahrschein, bitteschön, dankeschön, angenehme Reise. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Kurzstrecke, das machen wir doch mal ganz kurz. Nee, das ist Fahrschein ermäßigt. Kostet das Gleiche, aber ist, glaube ich, nicht ganz so legal, wenn sie damit fahren, ne? Danke. Ach, guck mal, der Kollege, süß. Ich weiß gar nicht, was da los ist. So ganz neu trifft auf ganz alt. Ist doch auch eine super Sache. Fahr bitte auch. Fahr. Oh. Ja, ich bin Benzfahrer. Ich trage mein Auto privat immer ganz gerne um Kurven. Geschäftlich auch. Ich trage mein Auto immer gerne um Kurven. Ja. Machst du super. E-Bims, sehr stolz auf dich. Ein E-Bimster Busfahrer. So. Obere Altstadt. Einen guten Tag. Keine Fahrscheine finde ich gut. Also sie haben schon welche. Das finde ich noch besser, als wenn sie gar keine haben. Ja, typisch ZF. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ich glaube, wir folgen einfach schräg ohne Rücksicht auf die Ampel. Folgen wir einfach mal dem Straßenverlauf. Vermute ich mal. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch so gemacht. Und es hat sich keiner beschwert. Von daher, das ist immer ein ganz guter Indikator dafür. Habe ich nicht hier auch über... Oh, ich glaube, ich habe doch genau auf der Strecke auch über Indikatoren und Chemieunterricht geredet. Oje, ich erinnere mich noch. Ich fand es witzig, dass gar nicht so viele angepisst waren, wie ich gedacht habe. Vielleicht haben sie einfach nur abgeschaltet, ohne sich die Mühe zu machen, da jetzt was... Ach ja, so. Ach, wir haben schon wieder alle. Ne, ihr ist da hinten. Ach ja, sieht ja schnuckelig aus. Achso, guck mal. Oh ja, ja. Oh, aber wenn er. Hahaha. Im oberen Drehzahlbereich ist es etwas laut. Ich versuche es zu vermeiden. Aber ich mache einfach das Fenster ein bisschen zu. Haha. Somit hätten wir dieses Problem auch eingedämmt. Haha, jetzt kann ich wieder ohne Ribas fahren, wie wenn ich kein Ribas hätte. Ja, so ist es ja auch. So, du willst nicht mit. Liegt daran, dass wir uns jetzt gleich von dem bekannten Linienweg abspalten, den wir schon kennen. So, jetzt aber. Wir sind nämlich schon wieder lang gefahren, allerdings sind wir dann vorne in dem großen Kreisverkehr, der bald kommt, sind wir so einen kleinen Schlenker gefahren über ein paar andere Stadtteile und heute ist es hier so, wir fahren, glaube ich, mit einem Stück Autobahn oder was das ist. Ja, soweit ich es festgestellt habe, deswegen unterscheidet sich das etwas von unserem, von unserer letzten Fahrt und von daher nicht ganz so sinnlos, ne? So, komm, ich blink zum Zerwegen der Spur. Aber es ist rot. Also, weiß. Ich habe gerade gedacht, da wird was draus. Aber die mal leider nicht so. Das war nur das A, das erschien. Ich habe mir gesagt, da ändert sich jetzt was an der Ampel. Wird bestimmt grün werden. Ja, leider nicht. Ne, so ist das Leben. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, letztes Mal standen wir auch sehr lang hier. Gut. Sagt ja, in dem Moment wurde grün. Ja, wenn man will, dreht er sehr... Das war mal knapp, oder? Kann das sein? Ich glaube, es war sehr knapp. So, jetzt haben wir sogar ein bisschen Zeit noch da, aber... Ja, komm. Wir sind eh gleich da, von daher kriegen wir das hin. Guten Tag. Hallo. So, jetzt nehmen wir eh nochmal ein bisschen. Yay! Weil es so viel Spaß macht und so toll ist... Stehen wir an dieser Ampel. Machen wir gar nicht mehr. So viel Spaß kann es gar nicht gemacht haben, Josh. Ja, stimmt schon. Ja, gut, ist jetzt nicht so arg. Nicht so arg hochdrehen, bitte. Schaffe ich das jetzt noch, oder sind die Assi? Okay, sie sind Assi. Ja, schön, wenn die Busampel so ein, vielleicht einen Zentimeter früher grün werden würde. Schwierige Sache, ne? Und verspätungsintensiv. Also wenn man es für welche hätte, dann wäre das schlimm. So.
können aber nicht mal kurz Platz machen oder so auf die andere Spur. Nee, nee, das machen wir ja nicht. Nee, wir sind die, die auf der Autobahn das auch nicht machen, mal kurz Platz machen. Nee. Wo kämen wir denn da hin? Da kämen wir alle dahin, wo sie hinwollen. Und das pünktlich? Nee, sehe ich nicht. Ich lieber eine Sekunde früher, als der andere eine Minute früher. Hä? Macht das? Ja, macht Sinn. Macht einigermaßen Sinn. So, da stehen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen. Juhu. Wollt ihr den mit? Nee, wird wieder nur aussteigen. Okay. Achso. Ich habe das zwischen als... Wir haben die Haltestellenbremse drin interpretiert. So, jetzt haben wir aber ganz schön Schwund hier, ne? Ich bin jetzt mal genauso assi, ne? Wobei, es ist gar nicht assi, da kommt ja sogar noch eine extra Spur raus. Haha. Die nutze ich einfach weise. So wie das nicht macht und das auf meine Art und Weise. Ja, ist ja witzig, ich weiß. Ist auch eigentlich gar nicht witzig gewesen, sondern einfach nur so ein... So eine Art Sprichwort, meine Damen und Herren. So, jetzt, ja, fahrt halt einfach alle darüber. Macht mir meine Spur frei. Ist okay. Habe schwer, ecke mich jetzt nicht, ne? So, kommen wir da noch rüber oder nicht? Das erfahren wir durch das grüne oder rote Licht. Somit wäre ja bewiesen, dass beide gleichwertig sind. Ja, sind es halt aber nicht. So. Fahre ich jetzt leer dahin. Ist ja schade. Okay. Na gut, okay. Dann ist es halt so. Da kann ich jetzt sicher rausfahren, wie ich will. Nur und von meinem Recht als Bus Gebrauch machen, dass ich da rausfahren darf. So, jetzt kann ich fahren, wie ich will. Es interessiert keinen, außer euch Zuschauer, aber... Hey. Nein, ist nicht so böse. Ich bin nicht böse. Manchmal vielleicht schon, aber heute nicht. Jetzt stehen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen an der Ampel, gell? Ich bin vermutlich auf der falschen Spur. So, wie beim Ermitteln. So, nee, ich darf tatsächlich da bleiben. Ah, das ist ja super. Das freut man, ne? Und euch freut das bestimmt auch. Ja, ich sehe ihnen die Freude an. Weil wenn ich keinen sehe, kann ich auch gar nicht sehen, ob sie sich freuen. Von da kann man eigentlich nicht das Gegenteil beweisen. Fahr doch bitte einfach. Nö, sehen die nicht. Ist in Ordnung. So, dann mal vorsichtig so. Jeder auf seiner Spur. Und dann sollte man das hinkriegen. Ja, die teuren Spritpreise. Weil die Rechtsabbieger dürfen ja fahren. Haha. Tschüssi. Gut fahren. Ob die das da vorne fahren nennen können, ist natürlich die Frage. Ach, guck mal, der Gegenbus. Ich bin richtig. Huhu. So, mal ein bisschen hier drauftreten, denn es ist eine Autobahn. Ja, ja, so ist es. Ich komme fast vor dem Ruhrgebiet hier. Ist auch alles mit Autobahn zugepflastert. Ach, guck mal. Luftsound. Also hör mal. Ja, guck mal, Sound. Guck mal, da ist ein Sound. Ja, guck mal. Ja, ist sehr witzig. So, da müssen wir, glaube ich, raus. Ausfahrt 1. Sehr gut, das bedeutet, dass diese Autobahn hier wahrscheinlich gerade neu entstanden ist. Ach ja. Sollen wir mal schauen. Ja, zeitlich dürfte das auch eigentlich einigermaßen hinhauen. So. Richtung Mainz kommen wir hier. Okay. Wird ja schon so ungefähr wissen, wo das ist. Mainz liegt hinter diesem Backdrop da hinten. Ach ja. So. Kurve. Sieht er nicht. So, ich weiß jetzt leider nicht, wo ich hin muss. Ich glaube nach links. Ja, ich habe vorher mal geguckt. Vor der Folge. Ja, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist aber auch schon jetzt 24 Minuten und 3 Sekunden her. Das kann man auch mal vergessen. Ja. So. Jetzt stehe ich mal da und tausche hier ein Vokal aus und schmollen in der Gegend rum. Mensch, was ist ein Vokal? Das Gegenteil von einem Konsonanten. Super Definition, ich weiß. Das ist wie links ist da, wo der Daumen rechts ist. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ach ja, damals als man das Kind... Ach, das war witzig. Damals als man das Kind lernen musste. Ja, was ist jetzt... Von wo kommt der Zug? Kommt der Zug von rechts oder von links? Omi, ich weiß aber gar nicht, was rechts und links ist. Dann kommt, keine Ahnung, kommt
irgendwie so entweder irgendjemand oder Papa oder Opa angelaufen. Ja, mein Kind, links ist immer da, wo der Daumen rechts ist. Ho, 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 ho. Ja, danke auch. Ne, so ähnlich. So einfach eine Definition mit sich selbst. Ach ja. Ist nicht so, dass das in der Mathematik immer noch ganz gerne gemacht wird. Nein. Also es ist nicht so Schulmathe, sondern eher so anderes Mathe. Ach ja, das ist schon witzig. Aber so ist das Leben, ne? Und das Leben hört hier auf, weil wir da stehen bleiben. Ne, ihr fahrt nicht mit. Das könnt ihr euch abschminken, du. Ich mache jetzt hier Pause. Ohne euch. Und der Kollege fährt weiter. 13:45. Wir haben... Ach, 10 Minuten Zeit. Ja, eben. Nee, also das sehe ich jetzt nicht ein. Nö. 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 Ihr bleibt da jetzt stehen. Ganz einfache Sache. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Hier kann man kein schönes Thumbnail aufnehmen. Ich glaube, ich mache es am Anfang. Ist egal. Mach es gut. Und der Hund ist süß. Guck mal. Tschüssi.